Okay, gut. Dann wollen wir beginnen. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen heute nochmal reden über Matrizen. Und das wird so laufen, dass ich zunächst nochmal kurz eine Zusammenfassung gebe dessen, was wir letzte Woche besprochen haben. Dann haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und dann schauen wir uns die Themen von heute an. Unter anderem Matrix, Inverse und Determinanz. Aber das werden wir dann sehen. Also, wir haben den Begriff der Matrix eingeführt und haben auch gesehen, dass man mit Matrizen rechnen kann. Es gibt einige grundlegende Operationen mit Matrizen. Wir haben uns zum Beispiel angesehen die Addition zweier gleich großer Matrizen, die Subtraktion einer Matrix von einer anderen Matrix und die Skalarmultiplikation. Und wir haben gesehen, dass alle diese Operationen elementweise sind, in dem Sinne, dass um das Element der Ergebnismatrix zu kennen, man immer nur die korrespondierenden Elemente der Ausgangsmatrizen braucht. Wir haben uns dann auch die Matrix-Transposition angesehen. Die Matrix-Transposition vertauscht die Zeilen und Spalten einer Matrix und wir haben die Matrix-Multiplikation definiert. Die Matrix-Multiplikation ist nicht elementweise definiert, sondern wir haben gesehen, dass um ein Element JL der Ergebnismatrix zu berechnen, man die J-te Zeile der ersten Matrix und die L-te Spalte der zweiten Matrix in einer bestimmten Weise miteinander kombinieren muss. Nämlich indem man die korrespondierenden Einträge miteinander multipliziert und dann darüber aufsummiert. Gut, wir haben dann dafür einige Beispiele durchgerechnet und die Zusammenhänge kennengelernt zwischen Matrix-Multiplikation und Skalarprodukt. Jeder Eintrag eines Matrix-Produkts ist das Ergebnis eines Skalarprodukts zweier Vektoren. Und den Zusammenhang zwischen Matrix-Multiplikation und Transposition. Deswegen nehme ich, wenn wir ein Matrix-Produkt transponieren, dass wir dann die transponierten Matrizen erhalten, aber in umgekehrter Reihenfolge. Gibt es dazu Fragen? Ja, bitte. Also ich habe ehrlich gesagt Fragen noch zu ein paar Pichel-Korrelationen. Sollen wir das im Anschluss machen? Oder ist das ein bisschen nicht im Rahmen? Fragen zum Korrelation, ja. Da müsste ich nur jetzt mal kurz diese Folien aufrufen. Ja. Vielleicht kann ich die auch so stellen. Und ja. Ein bisschen einfach nur, du hattest gesagt, die residuelle Quadratsumme ist 0 und alle Werte, also wenn sie 0 ist, dann bedeutet das, dass alle Werte durch die Ausgleichsgrade erklärt werden können, was in der Regel nicht vorkommt, ist trotzdem ein asymptotischer Verlauf. Vorhanden bei der residuellen Quadratsumme. Was bedeutet das, ein asymptotischer Verlauf? Also, dass sie sich 0 annähert. Also, wenn wir zwei Zufallsvariablen hätten und diese Zufallsvariablen stehen nicht in einem linearen Zusammenhang miteinander, das heißt, der Steigungsparameter des linearen Zusammenhangs wäre 0. Mhm. Und wir würden unendlich viele Datenpunkte erheben, dann sollte sich die residuelle Quadratsumme 0 annähern. Okay. Ja. Entschuldigung, die erklärte Quadratsumme sollte sich 0 annähern. Ja? Die residuelle Quadratsumme sollte sich der totalen Quadratsumme annähern. Ja, okay. Mhm. Denn die residuelle Quadratsumme ist ja die Differenz zwischen durch die Ausgleichsgrade erklärten und beobachteten Werten und durch die Ausgleichsgrade erklärten Werten. Und wenn der wahre Steigungsparameter der Regressionsgrade 0 ist, dann sollten wir erwarten, dass wenn wir ihn aus unendlich vielen Datenpunkten schätzen, dass er auch 0 wäre. Sprich, die Regressionsgrade würde nur den Mittelwert der Daten repräsentieren und dann wäre die residuelle Quadratsumme gleich der totalen Quadratsumme. Und die erklärte Quadratsumme wäre 0. Weil ja gilt, totale Quadratsumme ist gleich erklärte plus residuelle Quadratsumme. Okay, ja. Beantwortet das die Frage? Ja, tut es. Und dann hatte ich noch eine Frage an einer Stelle. Hieß es, hier.
antikorreliert. Bedeutet das jetzt keine Korrelation oder eine negative Korrelation? Antikorreliert heißt negative Korrelation. Okay. Wo steht das? Nee, das hast du gesagt, würde der Korrelationswert minus 0,938 sein, dann würden wir sagen, dass die Anzahl der Therapiestunden, die Symptomreduktion stark antikorreliert sind. Verstehe. Ja. Ja. Okay. Korreliert heißt positiv korreliert, antikorreliert heißt negativ korreliert. Dankeschön. Gut. Weitere Fragen dazu oder zum Thema Matrizen? Gut, dann machen wir das mal so und dann setzen wir fort mit dem Thema Matrizen. Also wir wollen uns heute mit dem Begriff des Inversen einer Matrix beschäftigen und dazu jetzt kurz ein paar motivierende Betrachtungen. Also wir wollen jetzt zunächst uns nochmal zurückbesinnen auf einen Fall, den wir kennen, nämlich lineare Gleichungssysteme und uns überlegen, wie daraus eben der Begriff einer des Inversen einer Matrix motiviert werden kann. Also, gegeben sein eine quadratische Matrix A der Größe n mal n und ein n-dimensionaler Vektor b. Jetzt können wir uns vorstellen, dass wir diese beiden a und b in Zusammenhang setzen durch einen unbekannten n-dimensionalen Vektor x in der Form, dass wir schreiben a mal x gleich b. Wir haben hier als Beispiel einen Fall für n gleich 2, also eine 2 mal 2 Matrix und ein zweidimensionaler Vektor b und ein zweidimensionaler Vektor x. Und mit dieser Matrix a 1, 2, 3, 4 und diesem Vektor b 5, 11 würde also das durch diese Gleichung ax gleich b begründete Gleichungssystem wie folgt lauten: 1 mal x plus 2 mal x2 gleich 5 und 3 mal x1 plus 4 mal x2 gleich 11. Das heißt also, wir haben hier auf der linken Seite die Matrixmultiplikation angewendet und das heißt, wir erhalten aus einer 2x2 Matrix und einem 2x1 Vektor einen 2x1 Vektor. Und das ergibt dann diese beiden Gleichungen. Ist dieses lineare Gleichungssystem lösbar? Bitte? Ja? Wieso? Also, wir können die eine System, x1 ist 5 minus 2x2 und dann statt x1 stellen wir diese... Setzen ein in die zweite Gleichung? Genau. Genau. Okay, gut. Das heißt also, wir haben hier ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten und prinzipiell sollte es lösbar sein. Wir könnten Pech haben und die Koeffizienten hier sind so beschaffen, dass es nicht lösbar ist, weil die Gleichungen das gleiche aussagen. In dem Fall hätten wir unendlich viele Lösungen, aber im normalen Fall ist so ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten lösbar. Und wir wollen jetzt wissen, welche Lösungen eben für x1 und x2, im Schulunterricht haben Sie vermutlich eher x und y verwendet, dieses Gleichungssystem hat. Sie kennen aus dem Mathematikunterricht Verfahren, um so ein Gleichungssystem zu lösen. Wenn jetzt das Gleichungssystem noch einfacher wäre, nämlich wir nur eine Gleichung gegeben hätten, dadurch, dass a eine 1 mal 1 Matrix, also eine reelle Zahl ist, und b demzufolge auch eine reelle Zahl und kein Vektor, dann würde diese Gleichung einfach ax mal b, a mal x gleich b lauten. Und wir würden natürlich wissen, wie wir die Gleichung lösen. Wir würden nämlich durch a teilen. Oder mit anderen Worten, wir würden mit dem multiplikativen Inversen von a multiplizieren. Ja, das multiplikative Inverse von a, a hoch minus 1, ist das Reziproke von a, also 1 durch 1, 1 durch a. Und wenn wir damit hier auf beiden Seiten multiplizieren, dann haben wir hier 1 durch a mal a, fliegt weg, dann steht hier x. Und auf der anderen Seite haben wir 1 durch a mal b ist gleich b durch a. Beispielsweise, wenn unsere Gleichung lautet 2 mal x gleich 6, dann würden wir durch 2 teilen oder in anderen Worten mit dem multiplikativen Inversen von 2 multiplizieren. Das multiplikative Inverse von 2 ist 1 halb. Das heißt, wir haben hier 1 halb mal 2 ist gleich 1. Das heißt, hier bleibt x und 1 halb mal 6 ist 6 geteilt durch 2 ist gleich 3. Gut. Und
Was wir jetzt hier einführen wollen, ist ein Analog zu diesem Begriff des multiplikativen Inversen für quadratische Matrizen. Ja? Wir wollen also in der Lage sein, so ein Gleichungssystem hier, Matrix A mal x gleich b, zu lösen, indem wir gewissermaßen durch die quadratische Matrix teilen. Wir teilen aber nicht in demselben Sinne, wie wir in den reellen Zahlen teilen, indem wir 1 durch die Zahl davor schreiben, sondern wir müssen das multiplikative Inverse der Matrix finden. Und diese Idee des multiplikativen Inversen einer quadratischen Matrix, die nennt man das Matrix-Inverse und dazu werden wir jetzt kommen. Da müssen wir allerdings ein bisschen Vorarbeit leisten und zum Beispiel müssen wir erstmal wissen, was die Einheitsmatrix ist, um das Inverse einer Matrix zu verstehen. Also, die Einheitsmatrix IN ist eine N mal N Matrix, die wie folgt beschaffen ist. Die Matrix IN hat alle Einträge 0, außer auf der Diagonalen stehen überall Einsen. Man kann das auch anders ausdrücken, indem man sagt, die Einheitsmatrix ist die Matrix mit den Einträgen A, I, J, wobei A, I, J 1 ist, wenn I gleich J ist, Diagonaleinträge, und A, I, J 0 ist, wenn I ungleich J ist, also alle anderen Einträge. Gut. Das nennen wir die Einheitsmatrix. Und die schreibt man eben mit großem I und dann als Index die Dimensionalität der Einheitsmatrix. Das heißt, die Einheitsmatrix I4 wäre zum Beispiel wie folgt gegeben. Das wäre also diese Matrix. Überall 0, nur auf den Diagonaleinträgen eine 1. So. In R kann man die Identitätsmatrix mit dem Befehl diag erzeugen. Also diag ist der Name der Funktion und in Klammern nennt man dann die Dimensionalität der Einheitsmatrix. Diag 4 würde beispielsweise diese Matrix in R erzeugen. Ja? Also Identitätsmatrix ist quasi das gleiche wie Einheitsmatrix? Habe ich gerade Identitätsmatrix gesagt? Ja, tut mir leid. Im Englischen heißt es Identity Matrix und ich bringe das vermutlich jetzt beim Sprechen hin und wieder durcheinander. Man sagt auch eine Identitätsmatrix. Also Einheitsmatrix und Identitätsmatrix ist dasselbe, aber im Deutschen ist sicherlich der Ausdruck Einheitsmatrix gebräuchlicher. Gut. Ja, das Interessante an der Einheitsmatrix. Noch eine Frage? Ja, ganz kurz. Ich verstehe nicht, wofür die Inverse gut sein soll. Glaube ich, bräuchte das zum Verständnis für den weiteren Verlauf. Also Sie beziehen sich nochmal auf diese Folie hier, ja? Ja. Also die Idee ist, dass wenn wir, ich schreibe das jetzt hier mal an, wir haben hier dieses Gleichungssystem. Und mit den Mitteln, die wir uns jetzt letzte Woche erarbeitet haben, wissen wir, dass sich dieses Gleichungssystem einfach schreiben lässt als ein Matrixprodukt auf der linken Seite mit einem Vektor unbekannter reeller Zahlen auf der rechten Seite und einem Vektor und einem zweiten Vektor auf der rechten Seite. So, Sie kennen jetzt mehr oder weniger aufwendigen Verfahren, so ein lineares Gleichungssystem zu lösen. Und was wir hier jetzt tun wollen, ist eine sehr einfache Methode einzuführen, das Gleichungssystem zu lösen, indem wir nämlich das hier behandeln, als wäre es eine Gleichung reeller Zahlen und dann mit einer zweiten Matrix multiplizieren. Ich nenne die jetzt mal A, B, C, D, wir kennen die ja noch nicht, sodass, wenn man diese beiden auf
auf der linken Seite mit dieser Matrix, die wir jetzt noch nicht kennen, das wird das Inverse sein, multiplizieren, dass sich diese beiden Matrizen aufheben, indem sie eben das neutrale Element der Matrixmultiplikation ergeben. Und hier auf der rechten Seite dann ein Produkt steht dieser Matrix mit dem gegebenen Vektor B, das wir leicht ausrechnen können, weil wir ja wissen, wie Matrixmultiplikation funktioniert. Und dass wir dann sofort in einem Schritt die Lösung des Gleichungssystems gegeben haben oder erhalten. Dadurch, dass wir eben das Gleichungssystem nicht auf konventionelle Weise lösen, sondern indem wir es als ein Matrixprodukt auffassen und mit dem Inversen der Matrix multiplizieren. Ja, sehr interessant. Okay, gut. So, Identitätsmatrix, Entschuldigung, Einheitsmatrix. Und das Interessante an der Einheitsmatrix ist jetzt, auch wenn man das hier nicht sofort ansieht, dass die die Einheitsmatrix das neutrale Element der Matrixmultiplikation ist. Was ist damit gemeint? Das bedeutet, dass für eine beliebige Matrix A der Größe n mal m, wenn wir sie mit in, also mit der n-dimensionalen Einheitsmatrix von der linken Seite multiplizieren, wir wieder A erhalten. Oder alternativ, wenn wir sie mit der m-dimensionalen Einheitsmatrix von der rechten Seite multiplizieren, dass wir auch wieder A erhalten. Was das besagt, ist, dass die Einheitsmatrix bei Multiplikation mit einer anderen Matrix diese andere Matrix unverändert lässt und in dem Sinne aus dem Produkt verschwindet. Ja? So wie wir das auch aus den reellen Zahlen kennen, wo der Faktor 1 aus einem Produkt verschwindet. Ja? Sobald ein Faktor 1 in einem Produkt auftaucht, können wir den auch genauso gut weglassen, weil er das Produkt nicht verändert. Und dasselbe gilt für die Einheitsmatrix in Bezug auf Matrizen. Das können wir auch einmal selber nachvollziehen, dass das wirklich so ist. Wir definieren also B als die Matrix In mal A. Die Einheitsmatrix ist eine N mal N Matrix. A ist eine N mal M Matrix. Dementsprechend erhalten wir hier eine N mal M Matrix. Und wir nennen die Einträge der Matrix B, B, I, J. Und jetzt wollen wir die berechnen. Wir wissen, wie man Matrixprodukte berechnet, nämlich indem man die ite Zeile der ersten Matrix mit der j-ten Spalte der zweiten Matrix kombiniert. Wir benutzen hier k als Laufindex. Das heißt, wir haben hier die ite Zeile von in, in, ik, und die j-te Spalte von a, also akj. So, jetzt überlegen wir mal, was in der i-ten Zeile der Einheitsmatrix steht. Hier haben wir die Einheitsmatrix I4 stehen. Ich nehme jetzt als Beispiel mal die zweite Zeile raus. Die zweite Zeile hat überall eine 0, außer im zweiten Eintrag eine 1. Das heißt also, wir haben hier 0 mal A1J plus und so weiter. Und nur an einer Stelle ist die i-te Zeile der Einheitsmatrix 1, nämlich an der Stelle i, auf der Diagonale. Da haben wir 1 und da haben wir dann hier k gleich i, also a, i, j. Dann geht das Ganze weiter über alle weiteren Einträge der i-ten Zeile der Einheitsmatrix bis zum Schluss. 0 mal a, n, j, das ist das n-te Element der j-ten Spalte von A. So, und hier steht überall 0 mal irgendwas, das fällt natürlich weg. Und was übrig bleibt, ist aij. Das heißt, die Einträge bij entsprechen den Einträgen aij und demzufolge ist b identisch mit a. Wir können das auch, das steht jetzt hier nicht auf der Folie, einmal andersrum machen, indem wir c definieren als a mal im.
Das ist auch wieder ein Matrixprodukt. A ist n mal m. Die m-dimensionale Identitätsmatrix ist n mal m. Und das hier ist auch. Demzufolge ist C auch eine n mal m-Matrix. Jetzt wenden wir wieder das an, was wir wissen über die Matrixmultiplikation. Entschuldigung. Einträge von C nennen wir CIJ. Jeder Eintrag CIJ ist die Summe über die Produkte aller Einträge der i-ten Zeile von A mit der j-ten Spalte von im. Wir benutzen wieder k als Laufindex. K geht von 1 bis m. Und demzufolge steht dann hier in der Summe aik, also k das Element der i-ten Zeile von a, multipliziert mit imkj, also k das Element der j-ten Spalte von i. Und jetzt können wir wieder dasselbe Spiel wie eben machen. Nehmen wir mal an, wir sind gerade in dieser Spalte hier von i. Die j-te Spalte der Identitätsmatrix ist immer nur 1 an der Stelle j. Überall sonst ist sie 0. Das heißt, hier steht AI1 mal 0 plus und so weiter bis zum Laufindex k gleich j. Dann steht hier AIJ mal 1. Das ist dann dieses Element hier. Und das geht weiter bis zum Ende. Also AIM mal 0. So, jetzt passiert das gleiche wie eben gerade. Alle Produkte mit dem Faktor 0 fliegen aus der Summe und was übrig bleibt, ist dieser Term hier AIJ. Das heißt, auch die Einträge der Matrix C, CIJ sind identisch mit AIJ und C ist gleich A. Ja, also Sie sehen, das ist immer wieder das Gleiche. Ja? Matrixmultiplikation heißt, eine Zeile mit einer Spalte im Sinne des Skalarprodukts kombinieren. Und durch diesen Beweis haben wir jetzt gezeigt, dass die Einheitsmatrix IN eine Matrix unverändert lässt und demzufolge aus dem Matrixprodukt gestrichen werden kann. Und das werden wir dann auch oft tun in Herleitungen und Beweisen. Gut, jetzt sind wir soweit, dass wir den Begriff des Inversen einer Matrix nachvollziehen können. Gegeben sei also eine quadratische Matrix A der Größe n mal n. Und diese Matrix heißt invertierbar, wenn es eine andere Matrix gibt, die, wenn man sie mit A multipliziert, die Identitätsmatrix ergibt. Ja? Das heißt, wir suchen eine Matrix, die, wenn man sie mit A von links multipliziert oder wenn man sie mit A von rechts multipliziert, gleich IN, das heißt die n-dimensionale Einheitsmatrix, ergibt. Diese Matrix bezeichnen wir dann als A hoch minus 1 und die wird die inverse Matrix von A oder das Inverse von A oder das Matrixinverse von A genannt. Aus der Definition folgt schon, Invertierbarkeit und inverse Matrix beziehen sich nur auf quadratische Matrizen. Ja? Also das Inverse, so wie wir es hier einführen, ist nur für quadratische Matrizen definiert. Quadratische Matrizen können, müssen aber nicht invertierbar sein. Wir werden gleich auf der nächsten Folie Beispiele sehen für invertierbare und nicht invertierbare Matrizen. Matrizen, die nicht invertierbar sind, also für die keine quadratische Matrix A hoch minus 1 existiert, sodass das Produkt die Einheitsmatrix ergibt, nennt man singuläre Matrixen. Also eine nicht invertierbare Matrix ist eine singuläre Matrix. Für eine 1 mal 1 Matrix, also eine reelle Zahl, gilt trivialerweise, ihr Inverses ist das Reziproke, also einfach 1 durch ihr einziger Eintrag. Diese Definition sagt nur aus, was eine inverse Matrix ist, also welche Kriterien sie erfüllen muss, aber nicht, wie man sie berechnet. Genau. So, hier sind zwei Beispiele.
Und zwar diese Matrizen A und B hier, habe ich auch hier einmal angeschrieben. Also wir haben hier die Matrix A, 2, 1, 3, 4. Und jetzt stellen wir uns vor, es kommt jemand und sagt, ich kenne das Inverse dieser Matrix. Das Inverse dieser Matrix ist nämlich dieses hier. 0,8 minus 0,2 minus 0,6 0,4. So, das ist jetzt vom Himmel gefallen, ja? Wie können wir das überprüfen, dass das stimmt? Naja, wir wenden das an, was wir aus der Definition der inversen Matrix wissen, nämlich, dass wenn man diese Matrix, die angeblich das Inverse von A ist, mit A multipliziert, dass dann die Identitätsmatrix rauskommt. So. 0,8 minus 0,2. So. Wenn wir das mal ausrechnen, Matrix A mal Matrix A hoch minus 1 kommt folgendes raus. 2 mal 0,8. Also, wir berechnen jetzt Element 1, 1. Dazu brauchen wir erste Zeile und erste Spalte. Ja? 2 mal 0,8 ist 1,6, minus 1 plus 1 mal minus 0,6 ist 1. Dann berechnen wir das Element 1, 2. Erste Zeile, zweite Spalte. 2 mal minus 0,2 ist minus 0,4, plus 1 mal 0,4, 0. Jetzt zweite Zeile, erste Spalte. 3 mal 0,8 ist 2,4, plus 4 mal minus 0,6 ist minus 2,4, 0. Dann zweite Zeile, zweite Spalte, 3 mal minus 0,2 ist minus 0,6, plus 4 mal 0,4 ist 1,6, minus 0,6 plus 1,6 ist auch 1. So. Damit haben wir jetzt also gezeigt, dass diese Matrix die Inverse von A ist. Man kann das natürlich auch nochmal andersrum ausrechnen, sprich indem man die Matrix A von links mit A hoch minus 1 multipliziert und dann kommt auch die Identitätsmatrix raus. So, hier haben wir noch ein Beispiel für eine nicht invertierbare Matrix. B. Wie können wir zeigen, dass diese Matrix B, also 1, 0, 0, 0, nicht invertierbar ist? Wir wenden wieder das Kriterium aus der Definition der inversen Matrix an und führen einen Beweis durch Widerspruch. Also, wir nehmen an, es gäbe eine Inverse von B, die nennen wir jetzt mal A, B, C, D. Und wenn wir dann das Matrixprodukt von B und dieser hypothetischen Inversen ausrechnen, dann kommen wir auf Folgendes. 1 mal A plus 0 mal C ist A. 1 mal B plus 0 mal D ist B. 0 mal A plus 0 mal C. Und 0 mal B plus 0 mal D. Wir kommen also auf die Matrix A, B, 0, 0. So. Diese Matrix kann unmöglich mit der zweidimensionalen Einheitsmatrix gleich sein, weil dann müsste 0 gleich 1 sein und das kann nicht sein. Also gibt es kein Inverses für die Matrix B. Fragen bis hierher? Ja? Ich hatte eben noch eine Frage zur Einheitsmatrix, und zwar, wenn wir das jetzt, sagen wir einfach an dem Beispiel, der jetzt machen würden, wenn wir jetzt die linke Matrix rechts in der mittleren Tafel, also in der Ecke, nehmen würden, also diese 1, 2, 3, 4, dann wäre die Einheitsmatrix 1 und 4, also wenn wir das dann durchmachen, weil es bleibt ja dann nur das an der Stelle von der Einheitsmatrix stehen? Nee, die Einheitsmatrix wäre 1, 0, 0, 1. Aber damit diese Matrix das Inverse von der ist, muss das Produkt 1, ja, das 0, ich verstanden. 0, 1 ergeben. Aber wenn ich jetzt diese Matrix mit der Einheits,
Matrix multiplizieren würde, dann... Wenn Sie also diese hier mit der Einheitsmatrix multiplizieren würden? Ja, also das, was Sie gerade eben an der Tafel angeschrieben haben, da ganz links, da steht ja irgendwie, da fängt dann an, AI1 mal 0 plus, ja, und so weiter, plus AIJ1, und das ist halt die einzige Stelle, die quasi übrig bleibt, der Rest ist ja mal 0. Also, das müsste doch dann, wenn er jetzt an der Stelle eine 3 ist, 3 mal 1, dann wäre er dann 3 und der Rest wäre an der Stelle 0. Richtig. Also wir können uns ja leicht davon überzeugen, dass das auch im Beispiel gilt, indem wir es einmal durchrechnen. Ja. Das hier ist 1, 2, 3, 4, das ist 1, 0, 0, 1. 1 mal 1 ist 1 plus 2 mal 0 ist immer noch 1. 1 mal 0 plus 2 mal 1 ist immer noch 2. 3 mal 1 plus 4 mal 0 ist 3. 3 mal 0 plus 4 mal 1 ist 4. Das ist die Magie hinter der, dem neutralen Element der Matrix-Multiplikation. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ja, also immer an die Zeilen und Spalten denken und dass man die eben richtig kombiniert. Muss man sich streng an die Regel halten. Okay, wenn es weiter keine Fragen gibt. Also, man kann Matrizen bis zur Größe von etwa 5x5 prinzipiell per Hand invertieren. Per Hand invertieren bedeutet mit Stift und Zettel ausrechnen, was die inverse Matrix ist. Dazu gibt es verschiedene Techniken, die man im Mathematikstudium lernt. Das machen wir jetzt hier nicht. Also wir führen jetzt hier nicht in Matrizeninvertierung per Hand ein. Wenn Sie das Thema interessiert, und das Thema ist sehr interessant, dann können Sie sich hier ein kurzes englischsprachiges Video, halbe Stunde angucken, in dem eine 3x3-Matrix invertiert wird. In der Anwendung, das heißt in der praktischen Anwendung von linearer Algebra, werden Matrizen numerisch invertiert. Numerisch bedeutet, dass es effiziente, in Computern implementierte Algorithmen gibt, die uns das Invertieren der Matrix abnehmen. Und mit denen wir auch viel größere Matrizen invertieren können als mit Zettel und Stift. Ja? Also eine 100 mal 100 oder eine 1000 mal 1000 Matrix zu invertieren, ist für einen Computer kein Problem. Und dauert auch nicht besonders lang. Genau, also Matrix-Inversion ist ein weites Feld. Es gibt viele verschiedene Algorithmen, auf die gehen wir jetzt nicht ein. Wir verlassen uns da auf R, denn in modernen Programmierumgebungen ist natürlich die Matrix-Inversion auch implementiert. So auch in R, und in R benutzt man dafür das Paket matlib, was auch Teil der Standardbibliothek ist. Dort gibt es den Befehl solve, wie wir gleich auf der nächsten Folie sehen werden. Also praktisch würde man so vorgehen, dass man zunächst mal die Matrix spezifiziert. Das haben wir bereits kennengelernt letzte Woche mit dem Befehl matrix, und dann gibt man dort einen Vektor ein und zusätzlich noch an, wie viele Zeilen die Matrix hat und ob man sie zeilen- oder spaltenweise spezifiziert. Dann ist die Matrix in R abgespeichert und dann benutzt man den Befehl solve zum Berechnen der inversen Matrix. Das hat den Hintergrund, dass, wie wir bereits gesehen haben, die Inversion von Matrizen benutzt werden kann, um lineare Gleichungssysteme zu lösen. Und deshalb heißt der Befehl eben solve in R. In anderen Umgebungen heißt er inv, also INV, aber in R heißt er eben solve. Gut, und dann bekommen wir hier für die Matrix A 2, 1, 3, 4 genau das Ergebnis, was wir eben schon gesehen haben, nämlich 0,8, minus 0,2, minus 0,6, 0,4. Wie können wir uns jetzt davon überzeugen, dass R hier richtig gerechnet hat? Naja, wir können nochmal die Kriterien aus der Definition des Matrix-Inversen anwenden. Und in der Definition wurde gesagt, dass A hoch minus 1 mal A die Einheitsmatrix ergeben muss und dass A mal A hoch minus 1 die Einheitsmatrix ergeben muss. So, wenn wir jetzt hier A hoch minus 1 mal A rechnen, erhalten wir die zweidimensionale Einheitsmatrix 1, 0, 0, 1. Und wenn wir A mal A hoch minus 1 rechnen, erhalten wir etwas, was sehr dicht dran ist. Ja? Also hier steht minus 5,5 mal 10 hoch minus 17, das ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Und hier steht 1,00000, das ist also quasi 1. Das hat man häufig in der numerischen
Mathematik oder in der in numerischen Verfahren für Matrizen, dass es Rundungsfehler gibt. Diese Rundungsfehler fallen aber in der Regel nicht ins Gewicht und können daher vernachlässigt werden. Also diese Matrix hier, die hier in der Mitte steht, ist für alle praktischen Fälle identisch mit der Einheitsmatrix. Gut, wenn wir eine nicht invertierbare Matrix versuchen, in R zu invertieren, dann funktioniert das auch in R nicht. Das heißt also, eine nicht invertierbare Matrix ist auch numerisch nicht invertierbar. Und wir erhalten dann entsprechende Fehlermeldungen, dass das durch diese Matrix definierte Gleichungssystem exakt singulär ist. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Inverse zu dieser Matrix B 1000 nicht existiert. Ja, Frage. Lässt sich generalisieren, dass dass sobald ein Wert auf der Diagonalen 0 ist, die Matrix nicht invertierbar ist? Will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und ja sagen, aber was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass wenn eine Zeile oder eine Spalte der Matrix komplett null ist, wie bei dieser Matrix B, dass dann die Matrix nicht invertierbar ist. Okay. Weil dann haben wir nämlich einen kompletten Nullvektor in der Matrix und der vermindert die Zahl linear unabhängiger Spaltenvektoren, was, wie wir später sehen werden, der Rang der Matrix ist. Und wenn der Rang kleiner ist als die Anzahl der Spalten, ist die Matrix nicht invertierbar. Ja. Okay. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja. Wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass man prüfen soll, ob die inverse Matrix in beiden Fällen im Produkt mit der ursprünglichen Matrix die Einheitsmatrix ergibt. Ja. Gibt es den Fall, dass es eine Bedingung stimmt und eine nicht? Ja. Nein. Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber Sie meinen jetzt das hier, ja, dass wir die eine Richtung ausgerechnet haben und uns davon überzeugt haben, dass es die Einheitsmatrix ist, aber nicht die andere Richtung, beziehungsweise es ist auf der Folie gegeben, dass es auch die andere. Ja, dass es beides gegeben sein muss. Also, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass diese beiden Bedingungen hier äquivalent sind. Das heißt also, wenn die Inverse oder wenn eine Matrix von links mit A multipliziert die Identitätsmatrix ergibt, dann ist das auch bei der Multiplikation von rechts der Fall. Zumindest für reelle Matrizen. Also es gibt auch Matrizen mit komplexen Zahlen als Einträgen. Was da passiert, weiß ich nicht, aber für reelle Matrizen gilt das. Gut. Dann wollen wir uns jetzt mit Determinanten beschäftigen und uns fragen, welche Aussagen die Determinanten über eine Matrix treffen. So, dazu definieren wir den Begriff der Determinante. Da müssen wir aber auch wieder ein bisschen Vorarbeit leisten. Und zwar werden wir erstmal hier den Begriff der Untermatrix ein bisschen genauer betrachten. Gegeben sei eine Matrix A der Größe n mal n, also wieder eine quadratische Matrix. Und dann sei groß A i j die Matrix, die entsteht, wenn man aus der Matrix A die i-te Zeile und die j-te Spalte entfernt. Ja? Also diese Matrix hat dann die Größe n-1 mal n-1. Wir wollen das erstmal jetzt am Beispiel betrachten, bevor wir mit der Definition weitermachen, weil das ganz wichtig ist. Also hier auf der Folie ist diese Matrix gegeben, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist eine 3x3 Matrix und wir können uns jetzt überlegen, wie die Untermatrizen dieser Matrix aussehen. Also die Untermatrix groß A 1, 1 wäre eben gegeben durch das Weglassen der ersten Zeile und der ersten Spalte. Das heißt, es wäre 5, 6, 8, 9, die Untermatrix 1, 2 würde sich ergeben durch das Weglassen der ersten Zeile und der zweiten Spalte, also haben wir hier
4, 6, 7, 9. Und die Untermatrix 1, 3 wäre dementsprechend 4, 5, 7, 8. So, das ist alles, was sich hinter dieser komischen Notation hier mit dem Groß-AIJ verbirgt. Und hier unten in den Bemerkungen finden Sie auch nochmal die Beispiele. Und jetzt ist die Determinante wie folgt definiert. Die Determinante einer Matrix A, wenn es sich um eine 1x1 Matrix handelt, entspricht dem einzigen Eintrag dieser Matrix. Wenn n größer 1 ist, das heißt, es sich um eine größere Matrix handelt als 1x1, dann ist die Determinante rekursiv definiert durch diese Summe hier, in der wieder die Determinante von Untermatrizen auftaucht. Ja? Und zwar ist das die Summe über alle Einträge der ersten Zeile A1J, gewichtet mit einem Vorzeichen, plus oder minus 1, mal die Determinante der Restmatrix oder Untermatrix A1J. Das heißt, die Matrix, die entsteht, wenn man die Zeile und die Spalte, in der sich der Eintrag A1J befindet, weglässt. So. Wir gehen das hier kurz nochmal an dieser Matrix durch, um das auch richtig zu verstehen. Also, wir haben die Matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir wollen jetzt die Determinante berechnen, entsprechend der Formel 40. Also mit dieser rekursiven Summe. Das heißt, wir schreiben auf, es ist die Summe über alle Elemente der ersten Zeile mal minus 1 hoch 1 plus j mal Determinante von a1j. So, dann gehen wir die Elemente der ersten Zeile mal durch. Es wäre also 1 mal minus 1 hoch 2 mal Determinante von 5, 6, 8, 9 plus 2 mal minus 1 hoch 3 mal Determinante von 4, 6, 7, 9 plus 3 mal minus 1 hoch 4 mal Determinante von 4, 5, 7, 8. So, jetzt gebe ich Ihnen eine Information, die wir erst auf der nächsten Folie erhalten werden, nämlich die Determinante einer 2x2 Matrix. Wir haben jetzt hier Restmatrizen der Größe 2x2 zu stehen. Und die Determinante einer 2x2 Matrix entspricht dem Produkt der diagonalen Einträge minus dem Produkt der anderen Einträge. Das heißt, hier bleibt stehen 1 mal minus 1 zum Quadrat ist plus 1, 5 mal 9. Minus 6 mal 8 plus 2 mal minus 1 hoch 3 ist minus 1 mal 4 mal 9 minus 6 mal 7 plus 3 mal minus 1 hoch 4 ist plus 1 mal 4 mal 8 minus 7 mal 5. Jetzt kann ich einfach die Klammern ausrechnen. Das wäre minus 3. Das wäre minus 2 mal minus 6 ist also plus 12. Das wäre plus 3 mal minus 3. Ist minus 9. Das heißt, die Determinante dieser 3x3-Matrix wäre 0. So. So viel zu der Art und Weise, wie diese rekursive Formel definiert ist. Ja? Also die Determinante von 3x3, einer 3x3-Matrix führt auf die Determinanten von 2x2 Untermatrizen. Und die Determinante von 2x2 Matrizen führt auf die Determinante von 1x1 Untermatrizen. Und auf diese Weise kommen wir irgendwann zum Schluss
des rekursiven Vorgangs, weil die Determinante einer 1x1-Matrix einfach definiert ist als der Betrag des einzigen Eintrags. Okay, jetzt zu dem angekündigten Theorem, und zwar der Determinante einer 2x2 und einer 3x3-Matrix. Für eine 2x2-Matrix A gilt also, dass die Determinante A11 mal A12 minus A12 mal A21 ist. Für die Determinante einer 3x3-Matrix gilt, dass die Determinante durch diese Formel gegeben ist, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Wir können also, was wir jetzt auf der letzten oder auf dieser Folie gelernt haben, zusammenfassen, indem wir sagen, die Determinante einer 1x1-Matrix ist die eine Zahl, die in dieser Matrix drin steht. Die Determinante einer 2x2-Matrix ist Produkt der Diagonaleinträge minus Produkt der anderen Einträge. Und für eine 3x3-Matrix gilt diese Sarrusche Merkregel, nämlich die Determinante ist gleich der Summe der Produkte auf den Diagonalen minus der Summe der Produkte auf den Gegendiagonalen. Bei einer 3x3-Matrix, das gilt auch für 2x2-Matrizen. Für 3x3-Matrizen bezieht sich das auf dieses Schema hier. Das heißt also, man kann die Determinante einer 3x3-Matrix berechnen, indem man sich im Gedanken die ersten zwei Spalten dieser Matrix nochmal daneben legt. Und dann entstehen hier drei Diagonalen von oben links nach unten rechts und drei Gegendiagonalen von unten links nach oben rechts. Und auf diesen Diagonalen multipliziert man alle Elemente und dann versieht man sie mit dem Plus für die Hauptdiagonalen und mit dem Minus für die Gegendiagonalen. Und das ergibt die Determinante. Das ist also das, was hier in Formel 44 wiedergegeben ist. Gut, wie kann man das beweisen? Natürlich kann man das beweisen. Wir fangen mal an mit der 2x2-Matrix. Dann werden wir nämlich sehen, dass es auch einfacher ist, als es sich anhört. Also, wir schreiben zunächst einfach mal eine Frage. Können wir vielleicht kurz eine 5-Minuten-Pause einlegen? Weil, also ich würde es gerne sagen lassen, ich bin gerade ein bisschen... Ich wollte nach diesem Abschnitt die Pause machen. Ist das okay? Ja. Also in 5 oder 10 Minuten? Okay. Also wir schreiben zunächst mal die Formel für die Determinante, wie sie in der Definition steht, einfach hin. Wie ich bereits gesagt habe, Summe über alle Einträge der ersten Zeile mal minus 1 hoch 1 plus j mal Determinante der entstehenden Untermatrix. So, dann haben wir für eine 2x2-Matrix, die schreibe ich mal hier daneben, erhalten wir A11 mal minus 1 zum Quadrat mal Determinante der Restmatrix, das ist A22, plus A12 mal minus 1 hoch 3 mal Determinante der entstehenden Restmatrix, das ist diese hier, A21. So, jetzt sind wir schon bei n gleich 1 angekommen. Das heißt, wir erhalten hier positives Vorzeichen A11 mal A22 minus A12, negatives Vorzeichen, mal A21. So, für eine 3x3-Matrix läuft es genauso ab, nur dass wir einen Schritt mehr haben, weil wir noch über die 2x2-Matrizen gehen müssen. Die haben wir aber gerade schon ausgerechnet. Also das ist wieder die Summe über alle Einträge der ersten Zeile mal Determinante der Restmatrix. Dann schreiben wir auch die 3x3-Matrix hier einmal hin, damit wir es leichter ablesen können.
1 und so weiter. Für den Eintrag A11 ist das hier die Untermatrix, also mal Determinante von A22, A23, A32, A33. Für den Eintrag A12 haben wir hier minus 1 noch dran. Und die Restmatrix A21, A23, A31, A33. Und jetzt noch der dritte Eintrag A13. Da haben wir hier stehen minus 1 hoch 4 mal Determinante, und jetzt ist das hier die Restmatrix. Also A21, A22, A31, A32. Gut, das sind alles diese Untermatrizen, die hier bleiben, sind alles 2x2 Matrizen. Wir wissen bereits, wie die Determinante von 2x2 Matrizen ist, nämlich Produkt der Diagonalelemente minus Produkt der anderen beiden Elemente. Das wäre also A33 minus A32 mal A23 plus A12 mal, hier habe ich einen Fehler gemacht, hier muss Minus stehen, weil minus 1 hoch 3 minus 1 ist, dann haben wir hier A21, A33 minus A31, A23 plus, hier haben wir wieder ein Plus, weil minus 1 hoch 4 plus 1 ist. Und dann schreiben wir auch wieder die Determinante der verbleibenden 2x2 Matrix hin. Dann haben wir das. So, jetzt würde der nächste Schritt darin bestehen, dass wir alle Klammern ausmultiplizieren. Wir haben also hier A11, A22, A33. Um jetzt sofort auf diese Formel zu kommen, werde ich zunächst die Terme mit positiven Vorzeichen sammeln und dann alle Terme mit negativen Vorzeichen. Das hier wäre der nächste mit positiven Vorzeichen. Minus mal Minus ergibt Plus. A12, A31, A23. Und dann haben wir hier hinten nochmal ein positives Vorzeichen. A13, A21, A32. Jetzt kommt Minus A11, A32, A23. Minus A12, A21, A33. Und dieser Term hier ganz am Schluss, minus A13, A31, A22. So, Sie sehen also, wir haben hier dreimal ein positives Vorzeichen, wo jeweils wir die Diagonale beginnen mit A11, A12, A13 und dreimal ein negatives Vorzeichen, A11, A12, A13. Das heißt genau die Formel, die auch da steht. Ja, wir können dann diese Formeln anwenden, um die Determinante zu berechnen. Wir haben hier wieder die beiden Matrizen, die wir vorhin auch schon gesehen haben, A und B. Und die Determinante von A wäre 2 mal 4 minus 1 mal 3 ist 8 minus 3 gleich 5. Und die Determinante von B wäre 1 mal 0 minus 0 mal 0 ist 0 minus 0 gleich 0. Jetzt haben wir hier noch eine 3 mal 3 Matrix C zu stehen. Hier unten in der Gleichung 52 sind jetzt einmal alle Produkte auch wirklich ausgeschrieben. Tatsächlich müssen wir das nicht machen, weil wir sehen, dass die einzige Diagonale oder Gegendiagonale, bei der alle Elemente nicht 0 sind, diese hier ist.
Das heißt, in der Summe bleibt letztendlich nur dieses Produkt stehen und dann steht da 2 mal 1 mal 3 ist gleich 6. Das wäre also die Determinante dieser Matrix. Wenn wir das in R ausrechnen, erhalten wir dieselben Ergebnisse. Determinante von A ist gleich 5, Determinante von B ist gleich 0, Determinante von C ist gleich 6. Und in R benutzt man die Funktion det, also det, zum Berechnen von Determinanten. Es gibt dann ein paar ich merke gerade, dass dieser Abschnitt jetzt doch noch länger dauert, als ich dachte. Wenn Sie wollen, können wir vielleicht jetzt kurz eine Pause machen. 5 Minuten, dann geht's weiter, ja? Tut mir leid. Okay, gut. Dann wollen wir weitermachen. Also es gibt für die Determinante Rechenregeln, die man dann auch häufig in Herleitungen braucht und die ganz praktisch sind. Es gilt zum Beispiel der Determinantenmultiplikationssatz, das heißt, die Determinante eines Produkts ist gleich dem Produkt der Determinanten. Es gilt die Determinante bei Transposition, also die Determinante einer Matrix ist gleich die Determinante der transponierten Matrix. Es gilt das Verhalten der Determinante bei Inversion, also die Determinante des Inversen einer Matrix ist gleich das Inverse der Determinante der Matrix. Sehr einleuchtende Rechenregeln, wie ich finde. Und es gibt eine Formel für die Determinante bei Dreiecksmatrizen. Für eine Dreiecksmatrix A ist also die Determinante das Produkt über alle Diagonalelemente A, I, I. Kurz zur Erklärung, eine Dreiecksmatrix ist eine Matrix, bei der entweder alle Einträge oberhalb der Diagonale oder alle Einträge unterhalb der Diagonale null sind, sodass die restlichen Einträge eben eine Art Dreieck bilden. Man spricht auch von einer Dreiecksmatrix, wenn alle Einträge oberhalb und alle Einträge unterhalb der Diagonalen 0 sind. Demzufolge wäre die Einheitsmatrix auch eine Diagonalmatrix, Spezialfall einer Dreiecksmatrix. Und daraus können wir auch schließen, dass zum Beispiel die Determinante der Einheitsmatrix 1 ist. Ja? Denn wenn wir die Einheitsmatrix als Dreiecksmatrix verstehen, dann können wir diese Formel hier anwenden. Und dann ergibt sich das Produkt über alle Diagonalelemente. Bei einer Einheitsmatrix sind aber alle Diagonalelemente 1. Demzufolge ist die Determinante der Einheitsmatrix 1. Und das gilt für alle Einheitsmatrizen. Also für die zweidimensionale und für die hundertdimensionale. Gut. Dann gibt es einen interessanten Zusammenhang zwischen Invertierbarkeit einer Matrix und ihrer Determinante. Und der ist dahingehend, dass eine quadratische Matrix A genau dann invertierbar ist, wenn ihre Determinante ungleich 0 ist. Das heißt, es gilt in beide Richtungen. Ja? Wenn eine Matrix invertierbar ist, ist ihre Determinante ungleich 0. Und wenn ihre Determinante ungleich 0 ist, ist sie invertierbar. Daraus folgt auch, wenn die Determinante 0 ist, ist die Matrix nicht invertierbar. Wir wollen das jetzt nicht in beide Richtungen beweisen, sondern für den Beweis nur zeigen, dass aus der Invertierbarkeit einer Matrix A folgt, dass die Determinante von A nicht 0 sein kann. Das geht auch recht einfach. Wir nehmen an, dass A invertierbar ist. Dann wissen wir nach der Definition der invertierbaren Matrix, dass es eine Matrix B gibt, sodass A mal B gleich IN ist. Also die Einheitsmatrix. Jetzt folgt aus dem Determinantenmultiplikationssatz, dass die Matrix von A mal B gleich, Entschuldigung, dass die Determinante von A mal B gleich dem Produkt aus der Determinante von A und der Determinante von B ist. Allerdings ist A mal B auch IN. Das heißt,
aus den Definitionen der Matrixinversen folgt, dass die Determinante von A mal B gleich die Determinante von In ist. Und die Determinante von In ist, wie wir eben gesehen haben, 1. Das heißt also, wenn wir diese beiden Gleichungen zusammennehmen, folgt daraus, dass die Determinante von A mal die Determinante von B gleich 1 ist. Ja? Und daraus folgt, dass die Determinante von A nicht 0 sein kann. Weil wenn sie 0 wäre, wäre dieses Produkt 0 und dann wäre 0 gleich 1. Das kann nicht sein. Demzufolge ist die Determinante von A ungleich 0. Wenn A invertierbar ist. Gut, hier haben wir jetzt am Ende dieses Abschnitts noch eine visuelle Intuition, die Ihnen vielleicht ein Gefühl dafür vermittelt, was die Determinante aussagt. Also, wir betrachten quadratische Matrizen und die Spalten dieser Matrizen seien gegeben als A1 bis AN. Dann gilt für den Fall n gleich 2, dass die Determinante von A dem Flächeninhalt des durch die beiden Spaltenvektoren aufgespannten Parallelogramms entspricht. Man kann das verallgemeinern auf den n-dimensionalen Fall, indem man sagt, die Determinante von A entspricht dem signierten Volumen des von A1 bis AN aufgespannten Parallelotops. Also n verallgemeinert hier den Fall von zwei Dimensionen auf n Dimensionen und der Begriff des Parallelotops verallgemeinert den Begriff des Parallelogramms auf mehrere Dimensionen. Ja? Also in drei Dimensionen hätte man dann so einen schiefen Quader und in vier Dimensionen kann man sich das nicht mehr vorstellen. Aber die Determinante entspricht dem Volumen dieses durch die Spaltenvektoren aufgespannten Parallelotops. Hier haben wir einmal das abgebildet für den Fall n gleich 2. Also wir haben hier drei Matrizen, die aus verschiedenen Spaltenvektoren bestehen. Und wir sehen, die Determinante von A1 ist 5, das heißt, der Flächeninhalt dieses Parallelogramms ist 5. Die Determinante von A2 ist 4, das heißt, der Flächeninhalt dieses Parallelogramms ist 4, was auch korrekt ist, weil das ein Quadrat ist mit der Seitenlänge 2. Und ein Quadrat mit der Seitenlänge 2 hat den Flächeninhalt 4. Und die Determinante von A3 ist 0 und das ist auch abgebildet in dem Parallelogramm oder in dem Nicht-Parallelogramm, was Ihre beiden Spalten aufspannen, weil die beiden Spaltenvektoren von A3 sind nämlich, zeigen in die gleiche Richtung und haben auch die gleiche Länge. Demzufolge können die auch kein Parallelogramm aufspannen, beziehungsweise das durch sie aufgespannte Parallelogramm hat den Flächeninhalt 0. Und das ist in der Determinante abgebildet. Ja. Aber in einem R hoch 1 Raum spenden von Flächeninhalt in Richtung Volumen, oder? Das hier wäre der R hoch 2 Raum, also die euklidische Ebene. Stimmt. R hoch 1 wäre es in dem Sinne nur die Länge der Strecke, weil wir da ja nur einen Eintrag haben. Genau, habe ich Volumen gesagt? Also diese steht einfach nur oben, aber das ist verallgemeinert auf R hoch 1. Genau, ja. Richtig. Also im Fall n gleich 2 haben wir Flächeninhalte, im Fall n gleich 3 haben wir Volumen und im Fall n größer 3 kann man von dem Volumen eines Parallelotops sprechen, was dann eben kein dreidimensionales Volumen mehr ist. Gut, ja, zum abschließenden Abschnitt noch eine kleine Geschichte für Sie, woher eigentlich der Ausdruck Matrix kommt. Also das meiste von dem, was wir heute als lineare Algebra kennen, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt, unter anderem von diesem Herrn hier, James Joseph Sylvester. Und man kannte zu dem Zeitpunkt schon Determinanten. Also Determinanten waren bereits bekannt, weil man mit Determinanten zum Beispiel lineare Gleichungssysteme charakterisieren und auch lineare Gleichungssysteme lösen konnte. Sie können mal Cramersche Regel googeln, wenn Sie das weiter interessiert. Und dann hat also Sylvester im Jahr 1850 Matrizen eingeführt, das heißt diese rechteckigen Anordnungen von Zahlen. Und er hat diese rechteckigen Anordnungen Matrix genannt, also lateinisch für Gebärmutter, weil das der Ort ist, an dem die Determinanten geboren werden. Ja? Also man hat dann erkannt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Matrizen
und den Determinanten, die man bereits kannte. Und die Determinanten sind eben das, was aus den Matrizen herauskommt. Und deshalb heißt diese rechteckige Anordnung von Zahlen also Matrix. Das hat also nichts mit diesem Science-Fiction-Ballerfilm zu tun, den Sie bestimmt auch kennen und der dieses Jahr sein 25. Jubiläum feiert. Gut, an der Stelle hätten wir jetzt eine Pause gemacht. Haben wir aber schon. Wir können uns trotzdem nochmal Zeit für Fragen nehmen. Gibt keine Fragen, gut. Dann wollen wir uns noch mit dem Begriff des Rangs einer Matrix beschäftigen, bevor wir dann zum Schluss zu einigen speziellen Matrizen kommen. Also der Rang einer Matrix ist, wie die Determinante eine reelle Zahl, an der sich bestimmte Eigenschaften der Matrix ablesen lassen. Ja? Und viele Resultate in der linearen Algebra beruhen darauf, dass man Annahmen macht über den Rang einer Matrix. Also gegeben sei eine Matrix A mit vollem Spaltenrang zum Beispiel, dann gilt. Entsprechend werden auch wir hier in der Vorlesung annehmen, dass die Designmatrix des allgemeinen linearen Modells vollen Spaltenrang hat. Und Sie werden dann in einer der nächsten Einheiten erfahren, was die Designmatrix ist. Und heute werden Sie erfahren, was voller Spaltenrang bedeutet. Wie die Determinante ist auch der Rang ein sehr tiefgehendes Konzept, was wir hier nur oberflächlich behandeln werden. Oberflächlich behandeln heißt, wir halten einfach viele Eigenschaften des Rangs fest, ohne die jetzt gesondert zu beweisen. Wir machen ja hier nicht lineare Algebra für Mathematiker, sondern Statistik für Psychologen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was voller Spaltenrang bedeutet. Wir müssen aber nicht alle mathematischen Details zum Begriff des Rangs kennen. Gut, um den Begriff des Rangs zu verstehen, brauchen wir erstmal den Begriff des Spaltenraums einer Matrix. Gegeben sei eine Matrix X der Größe n mal p, wobei n größer p ist. Diese Matrix also mehr Zeilen als Spalten hat. Und wir bezeichnen die Spalten dieser Matrix als x1 bis xp. Das sind n-dimensionale Vektoren. Dann wird die lineare Hülle dieser Spaltenvektoren x1 bis xp Spaltenraum von x genannt und mit kalligraphisch s von x bezeichnet. Kalligraphisch s von x ist hier gegeben. Das ist also die Menge aller Produkte x mal Beta, wobei Beta ein p-dimensionaler Vektor ist. Sie können das verstehen als die Menge der Punkte im n-dimensionalen Raum, die sich durch Multiplikation der Matrix mit einem p-dimensionalen Vektor erreichen lassen. Und diese Menge ist kleiner als der n-dimensionale Raum selbst. Und deshalb sprechen wir davon, dass der Spaltenraum einer n mal p-Matrix ein Untervektorraum von r hoch n ist. So, hier kam jetzt der Begriff lineare Hülle vor. Was bedeutet das eigentlich, lineare Hülle? Die lineare Hülle ist die Menge aller Linearkombinationen einer Menge von Vektoren. Und die kann man auch so schreiben. Das ist also die Menge aller Summen Beta i mal xi, wobei Beta i eine reelle Zahl ist und die xi also gegebene Vektoren sind. Man kann jetzt diesen Ausdruck hier in Gleichung 60 mit dem Ausdruck in Gleichung 59 identifizieren, indem man es einfach rausschreibt. Ja? Und das wollen wir jetzt mal kurz tun. Wir haben also die Matrix x n mal p mal den p-dimensionalen Vektor Beta, p mal 1. Welche Größe wird jetzt das Ergebnis dieser Matrix-Multiplikation haben? Ja? N mal 1. N mal 1, richtig. Und wie das beschaffen ist, das schreiben wir jetzt einfach mal hin. Wir wissen, jeder Eintrag ist, welchen Laufindex nehme ich da? Nämlich J. Jeder Eintrag des Matrixprodukts ist eine Kombination einer Zeile von x mit einer Spalte von Beta. Beta hat nur eine Spalte, deshalb wird es immer die einzige erste Spalte von Beta sein. Und hier steht dann x1j mal Beta j. Das für alle Zeilen von x bis also zu der Zeile n. Und dann steht hier
xnj mal Beta j, Summe von ej gleich 1 bis p. So. Diese Summen können wir jetzt ausschreiben. Dann erhalten wir folgendes: Beta 1 mal x11 plus und so weiter, Beta p mal x1p, das für alle Zeilen von x bis n, Beta 1 mal xn1 plus Beta p mal xnp, das ist also der allerletzte Eintrag dieser Matrix hier. So, jetzt wissen wir nach den Regeln der Matrixaddition und der Skalarmultiplikation, dass wir diese Summe auch auseinanderziehen können. Nämlich wie folgt: Wir schreiben Beta 1, das kommt hier überall als Faktor vor, mal x11 bis xn1, das ist die erste Spalte von x, plus und so weiter bis Beta p mal x1p bis xnp, das wäre die p-te Spalte von x. So, und das ist jetzt nichts anderes als das, was da steht, nämlich die Summe über alle Beta i multipliziert mit den Spaltenvektoren xi. So, das heißt also, lineare Hülle, Menge aller Linearkombinationen der Spalten von x ist gleich Spaltenraum dieser Matrix x. Warum ist das jetzt wichtig? Weil der Spaltenraum dann den Rang der Matrix bestimmt. Also gegeben sei wieder die Matrix x mit ihrem Spaltenraum und dann wird die Dimension des Spaltenraums von x der Rang dieser Matrix genannt und mit Rg von x bezeichnet. Gilt dabei, dass der Rang der Matrix gleich der Anzahl der Spalten ist, dann sagt man, dass x vollen Spaltenrang hat. So, man kann das auch so ausdrücken, dass man sagt, der Rang einer Matrix entspricht der Anzahl der linear unabhängigen Spaltenvektoren dieser Matrix. Wir werden dazu auf der nächsten Folie gleich ein Beispiel haben. Der Rang hat viele interessante Eigenschaften. Wir werden die jetzt hier auflisten, aber wie ich schon gesagt habe, nicht gesondert beweisen. Es gilt zum Beispiel, dass der Rang einer Matrix X gleich dem Rang des Transponierten von X ist. Es gilt, Entschuldigung. Für eine quadratische Matrix A gilt, dass wenn A den Rang gleich P hat, also vollem Spaltenrang hat, dann ist A invertierbar. Eine quadratische Matrix mit vollem Spaltenrang ist invertierbar. Für eine Matrix X der Größe n mal p gilt, der Rang von x ist gleich dem Rang von x transponiert x, ist gleich dem Rang von x mal x transponiert. Alle diese drei Matrizen haben denselben Rang. Man kann diese beiden Ergebnisse hier miteinander kombinieren und dann sieht man, dass wenn x vollen Spaltenrang hat, dass dann die Matrix x transponiert x invertierbar ist. Das wird für uns noch wichtig werden, weil die Matrix x transponiert x im allgemeinen linearen Modell den Zusammenhang der Regressoren miteinander angibt und auch in Wetterparameterschätzen zum Beispiel auftaucht. Gut, in R kann man den Rang einer Matrix mit der Funktion rank rechnen und dazu haben wir hier jetzt kein Beispiel, aber hier ist noch das versprochene Beispiel zu linearer Unabhängigkeit. Also wir betrachten zwei Mengen von Vektoren. Einmal hier die Vektoren a1 bis a3. Wir haben also hier den Vektor 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Diese drei Vektoren sind linear unabhängig voneinander, weil sich keiner der Vektoren als Linearkombination der anderen Vektoren darstellen lässt. Sie können ja mal versuchen, hier bei a1 und a2 Faktoren vorzusetzen und sie dann zusammen zu addieren, um a3 zu erhalten. Es würde Ihnen nicht gelingen, weil halt da, wo a1 und a2 eine 1 haben, da hat a3 0 und umgekehrt. Ja? Es gibt keine Linearkombination von a3 aus a1 und a2. Das heißt, eine Matrix, die diese drei Spalten als, die diese drei Vektoren als ihre Spalten hätte, das ist übrigens die
dreidimensionale Identitätsmatrix, Einheitsmatrix, die hätte den Rang 3, weil 3 die Anzahl der hier linearunabhängigen Vektoren ist. Hier mein zweites Beispiel mit vierdimensionalen Vektoren, b1, b2, b3. Diese Vektoren sind nicht linear unabhängig voneinander, weil sie sich gegenseitig als Linearkombination voneinander darstellen lassen. Also beispielsweise ist es so, dass sich der dritte Vektor ergibt, wenn man den ersten Vektor plus zweimal den zweiten Vektor addiert. Das ist hier unten einmal aufgeschrieben. B1 und B2 sind aber linear unabhängig voneinander, weil man sie nicht ineinander multiplizieren kann. Das heißt also, die Menge der linear unabhängigen Vektoren hier wäre 2. Und eine Matrix, die diese drei Vektoren als Spalten hätte, also die 4x3 Matrix, die aus diesen drei Vektoren als Spalten bestehen würde, hätte den Rang 2. Hätte also nicht vollen Spaltenrang. Ja? Gut. Dann habe ich hier noch den Begriff der Schwur einer Matrix mit reingenommen. Der ist im Vergleich mit dem Rang und der Determinante vergleichsweise einfach, wird aber an einer späteren Stelle im Rahmen eines Beweises noch wichtig werden. Deshalb führen wir den hier kurz ein. Also gegeben sei wieder eine quadratische Matrix und dann ist die Spur definiert als die Summe aller Elemente auf der Diagonalen. Ja, das ist, glaube ich, recht trivial. Also wir bilden einfach die Summe über alle Elemente A, I, I. Und wieder halten wir hier einige Eigenschaften der Spur fest, ohne die zu beweisen. Die Spur einer Matrix ist unverändert unter Transposition. Das ist plausibel, weil, wie wir bereits gesehen haben, die Transposition die Elemente auf der Hauptdiagonale unverändert lässt. Demzufolge bleibt auch die Spur dieselbe. Für zwei Matrizen AB gilt, dass die Spur von A plus B gleich die Spur von A plus die Spur von B ist. Für drei Matrizen ABC gilt, dass die Spur von ABC gleich der Spur von CAB gleich der Spur von BCA ist. Das heißt also, man spricht hier davon, dass man zyklisch permutieren kann. Sie können die Reihenfolge der Matrizen in der Spur verändern, aber nur indem sie so von hinten nach vorne durchtauschen. Ja? Und dann gibt es noch einen interessanten Zusammenhang zwischen Spur und Rang. Und zwar gilt für eine Matrix, die, wenn man sie mit sich selbst multipliziert, wieder sich selbst ergibt, solche Matrizen gibt es, dass die Spur gleich dem Rang ist. Man sagt, dass idempotente Matrizen den gleichen Spur und Rang haben. Also idempotente Matrizen sind solche Matrizen, für die das hier gilt, dass A mal A gleich A ist. Und die Spur der Identitätsmatrix lässt sich relativ leicht ermitteln. Die Identitätsmatrix hat alle Diagonalelemente 1, also ist die Summe über alle diese Elemente n, das heißt die Spur von in ist gleich n. In R kann man die Spur mit diesem Befehl hier berechnen, diag extrahiert die Diagonale der Matrix und Summ bildet dann die Summe über diesen Vektor. Okay, ja, wie ich bereits gesagt habe, der Begriff der Spur ist beim Beweis der Verteilung der residuellen Quadratsumme von Bedeutung. Und da werde ich Sie dann nochmal danach fragen. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt über spezielle Matrizen. Das sind also Matrizen, die immer mal wieder auftauchen und die gewisse wünschenswerte Eigenschaften haben, mit denen man dann rechnen kann in Beweisen. Also wir haben bereits die Einheitsmatrix kennengelernt. Hier betrachten wir jetzt nochmal die Einheitsmatrix im Zusammenhang mit Einheitsvektoren. Die Einheitsmatrix bezeichnen wir als IN und wie bereits gesagt, jeder Eintrag JK dieser Matrix ist 1, wenn J gleich K ist und 0 andernfalls. Und die Einheitsvektoren sind diejenigen Vektoren, die überall einen 0 haben, außer an der Stelle I, dort sind sie 1. Also der Einheitsvektor E3 beispielsweise wäre der n-dimensionale Vektor, der an der dritten Stelle eine 1 hat. Und sonst überall 0. Gut, wie wir bereits gesehen haben, die Identitätsmatrix besteht nur aus 0 und Diagonalelementen gleich 1.
gleiche gilt für die Einheitsvektoren, die bestehen nur aus Nullen und einer 1 an der Stelle i. Und es gibt jetzt diesen interessanten Zusammenhang zwischen Einheitsmatrix und Einheitsvektoren, dass sich jede Einheitsmatrix als spaltenweise Zusammenfügung von Einheitsvektoren schreiben lässt. Ja? Also wenn wir jetzt diese Einheitsmatrix E4 hier wieder betrachten, wäre das hier beispielsweise E3 und das hier wäre der transponierte Einheitsvektor E2. So. Und dann gilt zudem noch, dass jeder Eintrag der Einheitsmatrix ein Skalarprodukt ist von zwei Einheitsvektoren. Das heißt, der Eintrag IJ der Identitätsmatrix ist EI transponiert mal EJ. Das hier beispielsweise wäre E4 transponiert mal E1. Und natürlich haben zwei Einheitsvektoren nur die 1 nur an der gleichen Stelle, wenn es der gleiche Einheitsvektor ist. Deshalb sind auch nur die diagonalen Elemente 1 und ansonsten ergibt sich aus diesem Produkt immer eine 0, weil die 1 eben an verschiedenen Stellen steht. Okay, dann gibt es, Ich will Sie echt nicht unterbrechen. Ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir die speziellen Matrizen nächste Woche dann beginnen, weil theoretisch die Zeit über ist? Ist nicht sinnvoll, weil ich das Thema gerne abschließen würde und das jetzt noch 5 Minuten dauert. Okay. Ja. Einen Moment, ich muss mal kurz anschließen. Also es gibt diagonale Matrizen oder diagonale Matrizen und das sind Matrizen, die so definiert sind, dass sie null sind, wenn man außerhalb der Diagonale sind und irgendeinen anderen Wert haben, wenn man auf der Diagonale ist. Das heißt, für Diagonalmatrizen ist entscheidend, dass DIJ gleich 0 ist, wenn I ungleich J ist. Welchen Wert DIJ hat, wenn I gleich J ist, also auf der Diagonale, ist nicht entscheidend. Dort kann irgendetwas stehen. Man schreibt dann Diagonalmatrizen auch so, also mit dieser Funktion Diag, und dann listet man die Diagonalelemente hier in Klammern auf, D1 bis Dn. Diagonalmatrizen haben viele gute Eigenschaften. Zum Beispiel gilt, dass Diagonalmatrizen Spezialfälle von Dreiecksmatrizen sind. Demzufolge gilt die Determinante für Dreiecksmatrizen. Also die Determinante ist das Produkt über alle Diagonalelemente. Und dann gilt auch, dass wenn man eine Matrix A von links mit einer Diagonalmatrix multipliziert, dann werden die Spalten von A mit den Diagonalelementen multipliziert. Wenn man eine Matrix A von rechts mit einer Diagonalmatrix multipliziert, werden die Spalten von A mit den Diagonalelementen multipliziert. Gut. Eine symmetrische Matrix, gegeben sei also eine Matrix S, der Größe n mal n. Diese Matrix heißt dann symmetrisch, wenn das Transponierte von S gleich S selbst ist. Eine symmetrische Matrix ist also eine Matrix, die gleich ihrem Transponierten ist. Symmetrische Matrizen haben viele gute Eigenschaften. Beispielsweise gilt, dass die Summe, das Transponierte der Summe zweier symmetrischer Matrizen auch wieder symmetrisch ist. Das heißt, A plus B ist gleich A plus B transponiert, wenn A und B selbst symmetrisch sind. Und dass, wenn eine symmetrische Matrix ein Inverses hat, dass dieses dann auch symmetrisch ist. Also wenn S symmetrisch ist, dann ist auch S hoch minus 1 symmetrisch. Positiv definierte Matrix, also gegeben sei eine quadratische Matrix C und diese Matrix heißt dann positiv definit, wenn C erstens eine symmetrische Matrix ist und zweitens, wenn für alle n-dimensionalen Vektoren x gilt, dass x transponiert mal c mal x größer 0 ist. Das ist das Hauptkriterium für positiv Definitheit und das ist sowas wie ein Äquivalent zum Positivsein in den reellen Zahlen. Ja? Positiv definite Matrizen werden uns wieder begegnen bei der Definition der multivariaten Normalverteilung.
Wir werden also sehen, dass der Kovarianzmatrix-Parameter einer multivariaten Normalverteilung immer eine positiv definierte Matrix ist. Und positiv definierte Matrizen haben viele gute Eigenschaften. Beispielsweise gilt, dass wenn eine Matrix positiv definiert ist, dann existiert ihr Inverses und das ist dann ebenfalls positiv definiert. Gut, an der Stelle wären wir jetzt fertig mit dem Thema Matrizen. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob ich es einfach noch nicht mitbekommen habe, aber bei der Folie zu Rang und Spur, da habe ich mich gefragt, wie man denn den Rang dann rausfindet, also wenn man das vor allem nicht so klar erkennen kann. Ja, man muss die Anzahl der linear-unabhängigen Spalten der Matrix ermitteln. Ja, ja, also das ist halt wieder so eine Sache, wo wir nicht ins Detail gehen, wie beim Berechnen inverser Matrizen, weil Sie natürlich in R einfach die Funktion Rank aufrufen können und dann erhalten Sie den Rang einer Matrix. Okay. Also, ja. Wie dann genau die Algorithmen aussehen, die da implementiert sind, kann ich Ihnen nicht sagen, aber die werden irgendwie darauf hinauslaufen, dass die Dimensionalität dieser Matrix ermittelt wird und dass also die Dimensionalität des Spaltenraums der Matrix ermittelt wird. Und das kann dann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass das so lange transformiert wird, diese Matrix, bis dann einige Spalten Nullvektoren sind und dann weiß man, der Rang kann nicht Anzahl der Spalten sein, sondern Anzahl der Spalten minus Nullvektoren. Ja. Also es läuft irgendwie darauf hinaus, zu ermitteln, wie viele von den Spaltenvektoren linear-unabhängig sind. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen? Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche zum Thema Normalverteilung und Modellformulierung. Vielen Dank.